dieses Abitur. Irgendwie glauben Sie, Sie könnten mit mir anlegen, obwohl ich aus der Großstadt bin und Sie aus Buxtehude. Irgendwie ganz schön größtenwahnsinnig von Ihnen, ne? Ich komme aus der Großstadt und Sie sind Kaffmensch. Ja, wer wird wohl gewinnen, der Großstadtmensch oder der Kaffmensch? Können Sie einfach mal kurz für sich überlegen, ob es vielleicht auch relativ schlimm wäre, wenn der Cousin von Donald Trump, der ja vielleicht noch gar kein Kuzu ist, der ja vielleicht von den besten Universitäten der Welt kommt, dem ihr Spastiker geglaubt habt, alles Geld wegnehmen zu können, dass der euch vielleicht dann doch sehr krass kaputt ficken wird, weil der ist schon sehr motiviert, euch, genau euch, kaputt zu ficken! Haben Sie das verstanden, was ich Ihnen mitteilen wollte? Ja, der Cousin von Donald Trump ruft Sie nämlich an. Ne, der redet so nett mit Ihnen. Aber der ist ein Top-Akademiker, du Spast! Das sag ich nur, dass das alles gar kein Scherz ist, dass da auch gar kein Psycho am Werk ist, sondern dass ein Top-Akademiker halt auch logischerweise ein relativ gebildeter Mensch ist, ne? Das sind halt Spastiker, die gar nichts checken. Die glauben, sie sind mega krass, obwohl sie nur durch das Koks glauben, dass sie mega krass sind. Das ist ja nicht die Realität dann, das ist ja nur der Eindruck. Also, liebe Spastiker-Verbrecher, verreckt mal richtig hart. Und ihr dummen Verbrecher-Schweine, verreckt mal richtig hart, ihr scheiß Verbrecher.